Die vergangenen Monate haben eindrucksvoll gezeigt, wie zentral es ist, dass wir in Europa in Energiefragen eng zusammenarbeiten. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine mussten wir uns unabhängig machen von Energieleistungen aus Russland. Das haben wir geschafft, mit Unterstützung unserer Freunde und Nachbarn. Und ich bin dafür unverändert sehr dankbar. Wir wollen in Deutschland bis 2045 klimaneutral wirtschaften, unsere Energie aus Windkraft, Solarenergie und Biomasse gewinnen und auf fossile Energien verzichten zum Schutz unseres Klimas. Windenergie auf See birgt dafür ein ganz, ganz großes Potenzial. Und mit der Nordsee haben wir das Energie-Powerhouse quasi vor der Haustür. Gemeinsam wollen wir die Energie der Nordsee erschließen und bis 2030 ca. 120 Gigawatt Offshore-Windparks installieren. Dafür haben wir auch schon eine große Reihe wichtiger Entscheidungen getroffen. National und auch auf europäischer Ebene haben wir den Rahmen für den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich verbessert und die Verfahren beschleunigt. Ich bin ganz besonders der Europäischen Kommission dankbar für die entsprechenden Gesetzesvorschläge, die wir voranbringen konnten.